Guck mal, hier habe ich angefangen. Habe ich jetzt wirklich hier die drei nochmal am Stück gespielt. Jetzt kommen nochmal zwei, mal eben. Das als kleines Kind. Ich meine, mich erinnern zu können, das war nicht ganz so krank. Das war auch krank, aber nicht ganz so krank. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich mich jetzt wieder total irre und das, Hey, Kim Jong-un. Und dass jetzt auch wieder kranke Scheiße kommt. Ich weiß nur, dass das kleine, dicke Diabetes-Asthma-Kind nicht lange laufen konnte. Hallo? Yay, Puppen. Nee, will ich doch gar nicht. Jetzt komme ich wieder zurück ins Badezimmer. Es ist hier auch alles kaputt. Lauf, 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 lauf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme und ich kann. Ja, die Uhr! Komm, hau, 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 hau! Ich will auch irgendwann habe ich auch mal so eine Uhr im Wohnzimmer stehen. So eine richtig geile alte Pendel-Tic-Tac-Uhr. Es heißt Standuhr, nicht Pendel-Tic-Tac-Uhr. Es heißt Standuhr. Ja, ich habe heute diese Wortfindungsschwierigkeiten. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Aber naja, ist mir egal. Hallo, komischer Schattenmann. Wie geht es dir? Wieso rennst du denn weg von mir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir zum anderen Ende kommen. Ich hoffe mal, ich werde es jetzt wieder rausfinden und nicht das gleiche Ende nochmal spielen, was wir eben schon hatten. Hallo, Tür? Nö. Gradlinig, sehr schön. Warte mal, weine ich die Bibel? Bibel? Nein, wer hat die Bibel gemobst? Was? Der hat die Bibel gemobst, der komische Kackaffe da. Warte mal, dem Schatten folge ich diesmal nicht. Letztes Mal bin ich diesem komischen Schatten hinterhergerannt. Das weiß ich nur genau. Ich bin mal ziemlich, zwar ziemlich sicher, ich bin in eine Sackgasse gerannt. Hey, meine Hand, Hackfleisch vor. Bin dann auch genau hierher gerannt, aber, ne? Ich bin mir ganz sicher, doch, 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 hier bin ich als kleines Kind errannt. Naja. Ich finde das andere Ende. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich finde es. Ganz sicher. Bestimmt. Das ist ein schöner Brief, den ich lesen kann. Auch toll. Ui, toll. Das ist fast gar nicht creepy, ihr Bild. Ich frage mich immer noch, wer da wer ist. Also, wer wir sind, ist klar. Das heißt, das andere ist... Ich hätte jetzt gesagt, es ist unsere Schwester. Vielleicht waren es ja auch, ja, ich habe gerade meinen Namen gehört. Das war auch sehr seltsam. Das ist Thomas und ich heiße Lukas. Und Lukas und Thomas, das ist jetzt nicht ganz so weit auseinander. Das ist auch sehr fucking creepy. Nee, ich könnte mir denken, dass unsere angebliche Schwester... Adoptivkind ist oder was weiß ich, dass die Eltern aus zwei Ehen kommen und dass beispielsweise der ich der Sohn von nur dem Vater bin und das Mädel Sohn von dem Vater und Mutter sind, von dem, zumindest von dem, was auf dem Bild abgebildet wird. Könnte ich mir jetzt mal so denken. Als ein Elternteil für beide zuständig ist, ist das andere Variable. Ihr wisst, wie ich das meine. Hier ist jetzt ein anderes Bild. Wieso verändert sich das alles hier? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Wer ist das denn? Das ist unser Vater in jungen Jahren oder mir oder Bruder oder... Ey, ich hab keine Ahnung. Es wird ja auch irgendwie nichts erzählt. Das ist Story hinter und der ist wieder dunkel. Oh Gott, nein. Hallo. Ich erinnere mich an das Ende. Nein, lauf weg, weg. Das Ende hatte ich doch. Also bis jetzt hat sich noch nichts geändert vom letzten Mal. Dieser schwarze Bildschirm, das komische Riesenmoppe-Viech, was ich mir damals schon nicht erklären konnte, waren auch, ne? Das ist wieder gleich geblieben. So, ich renne jetzt mal nur unten her. Weil unten ist einfacher. Nein, da ist Ende, schade.
Ich weiß, dass ich nicht. Ich habe Diabetes, Asthma, Krebs und AIDS. Und einen 20 Kilo schweren Hasen, den ich hinter mir herschleifen muss. Schuhu, schuhu. Ey, diese komischen, oh Gott, diese komischen, sogar blinzelnden Augen im Hintergrund sind echt böse. Ja, hast du zwischendurch ein Frettchen gekillt, ist schön. Oder bist du ein Opossum? Ich weiß es nicht. Ich denke, ein Opossum. Ja, du bist ein Opossum. Hallo, hab mich lieb, Baum. Mädel, ich sterb, wenn ich länger als 20 Sekunden am Stück renne. Weil dann meine Beine irgendwie explodieren und dann alles voll zu splittern mit radioaktiver Sülze. Ja, radioaktive Sülze, die gibt's wirklich in meinen Beinen. Hallo. Ja, schade. Ja, Mädel, komm, nimm mich doch an der Hand, zieh mich hinterher. Dann haben wir sogar vielleicht noch so eine komische Inzest-Porno-Beziehung, wie wir die anscheinend wohl sowieso haben. Also die, jetzt mal in Anführungszeichen, Geschichte von diesem Spiel verwirrt mich wirklich noch. Aha, sie ist nicht hier, sie ist nicht hier. So wie das tote Reh. Und der Friedhof. Mann, ey, du hast ein Kleid, da ist mehr Beinfreiheit drin, sag ich jetzt mal, glaube ich mal. Komm, kotz, kotz, kotz! Komm, ganz ehrlich, ey, sag mal, was ist falsch mit diesem Jungen? Also, wenn du in der Schule Kreide holen gehst, den ganzen Unterricht ist okay, aber im Sportunterricht? Ja, Mama, ich bin ja unterwegs. Werden die Tiere alle aufgefressen, das ist auch schön. Let's go! Have you seen my bad tippers? Let's count to five! Die Mädel erinnert mich gerade ein bisschen an Andy von League of Legends, falls es auch noch jemand kennt. Oh Gott, bist du dunkel hier. Hey, Fledermauser. Da liegt sie erstaunt. Ich geh einfach mal dran vorbei, ich sehe dich nicht. Aha, ich bin noch klein. What the fucking fuck? Das Ende ist neu! Oh, ich hab's verpennt, ich weiß es nicht. Moment mal, das ist jetzt wirklich neu, oder nicht? Das ist jetzt das Ende, was ich gesucht... Oh Gott, mein Handy hat mir gerade so Angst gemacht. Wieso schreibt mir sowas an, noch jemand der SMS? WhatsApp-Nachricht, was weiß ich. Es ist gleich 12:30. Leute, lasst den Scheiß ein. Jetzt fühle ich mich verarscht. Wie kann dieser kurze Knabe bitte durch die Gitter gucken? Der ist zu klein dafür. Ach. Also was mir in diesem Spiel ja noch fehlt, sind die Deutschen. Die Deutschen sind ja auch in, was weiß ich, in ziemlich vielen Spielen. Als Nazi-Zombie ist nochmal irgendwie zurückgekommen. Beispielsweise so Uncharted mal, so als grobes Beispiel, gab es ja auch so komischen fucking Nazi-Zombies. Hat das jemand gespielt, Uncharted, den ersten Teil? Das war so ein richtiger Schlag in die Fresse, fand ich. Das ganze Spiel so, ja, wir sind... Lara Croft in männlich und allen lustig her, sammeln ein paar Schätze. Weil was können, schießen wir irgendwie 50 Millionen Leute um? Ja, du hast mich gesehen, ist gut. Scheiße. Ne, und dann kommst du in Uncharted 1 irgendwann
ein bisschen weiter kommst in dieses komische U-Boot oder was das war, oder Bunker, ich habe keine Ahnung mehr, geht los mit der Tatsache, so eine alte, was war es, MP4? Ne, Quatsch, keine, nie im Leben eine MP4. Aber das ist wirklich eine alte deutsche Maschinengewehr gefunden hast. Oder was, eine Maschinenpistole, ich weiß gar nicht. Aber irgend so ein schönes Ratter-Ratter-Ratter-Ding, findest du? Und dann wirst du nur noch verfolgt mit so richtig fiesen, miesen Nazi-Zombie-Viechern. Und die Viecher waren zum einen mal gruselig wie sonst was. Und die haben dich einfach instant aufgefressen. So ziemlich. Vorausgesetzt, du hattest nicht volles Leben und die Rüstung. Gab es da Rüstung? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, die Viecher waren einfach nur scheiße böse. Und wenn es dunkel war, ganz viele davon kamen, war Ende. Es war einfach Ende. Nicht unbedingt von der Schießkünste her, aber zumindest nervlich. Nervlich war auf jeden Fall Ende, wenn die Viecher ankamen. Nein, ich will nicht zurück, geh weg. Oh hey, meine Festplatte hat sich wieder ausgeschaltet und lässt sich wieder ein. Ich habe keine Ahnung, ob man das überhaupt in der Aufnahme hört. Ich hoffe mal ganz doll nicht. Ich kann es auch gerade nicht mit Sicherheit sagen. Hier ist wieder Puppenraum, hier gehe ich auch da raus. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, hier kann ich irgendwie schief im Kreis rennen. Dash lieber ab um die dunkle Ecke, das ist immer beruhigender. Oh Gott. Nicht noch mehr Puppen. Das macht mir grad. Insomnis Veritas. Ich hatte nie Latein. Insomnis Veritas. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Also, Veritas heißt irgendwas mit Leben. Aber ich weiß nicht, was Somnis heißt. Ah Gott, vielleicht, wenn das hier wer sieht und Latein kann und Muße hat, dann darf der mir das gerne in die Kommentare schreiben und das eben übersetzen. Ich freue mich, wenn ich das lese, dann weiß ich es auch. Und dann sehe ich vielleicht auch irgendwie den Bezug dazu, zu dem hier Dingen. Aber ich wüsste gerade echt nicht, was Somnia heißt. Bewusstsein? Vielleicht? Das Leben ist im Bewusstsein? Das Bewusstsein ist lebendig? Der Geist, die Seele ist... Ich weiß es nicht. Hallöchen, wo bin ich? Schätze rein. Schicken Gürtel hast du. Ganz viele schicke Gürtel hast du. Nur die Frage ist, was willst du da vom Rutschen? Am Rutschen hin, dann komm, geh mal da rein. Hallo, du siehst mich nicht. Ich bin ein kleines Kind. Fick dich. Boah, voll getrollt, voll ausgetrollt. Eine betende Nonnenpuppe, das wird immer kirchlicher hier. So, haben wir wieder einen Joker oder wer bist du? Nee, du guckst einfach nur böse. Du bist kacke, du bist langweilig. Hier ist noch nix. Meine Fresse, warum müssen Puppen so creepy sein? Oh Gott, nein. Nein, jetzt mal nur so dein Interesse halber. Ne, jetzt folgt sie mir nicht mehr. Die hat sich bewegt, die ist mir hinterhergelaufen. Habt ihr das gesehen? Ihr wollt doch, dass ich heute Nacht kein Auge mehr zumache, ihr Ärsche. Ich höre schon wieder irgendwas, was sich bewegt da hinten. Das ist nicht lustig. Das ist verdammt... Oh nein. Oh nein, ich kriege einen Herzkollaps.